Ach, verpiss dich! Ganz toll ausgewichen. Scheiße. Es sind zwei starke Angriffe und selbst die stärkeren Gegner sind dann tot. Schieb ab und du auch. Ach komm schon, du doch nicht. Den hätte ich am Leben gelassen bis zum Schluss, aber nein, er doch nicht. Neue Gegner, juhu, kommt her. Na, sage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Nicht schwer. Schon bald wirst du tot sein. Ja, der war schön. Hat er mich gekontert. Frechheit. Ach ja. Na, und tot. Und tot. Nein, doch noch nicht. Jetzt aber. Und nice. Schön einmal durch. Und der ist auch tot. Gut. Oh, da vorne neue Gegner. Juhu, kommt her. Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Nein. Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Ihr habt euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Episch gerade. Aber ich halt mal die Fresse. Mein Adjutant? Er sind auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sind auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht.
wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blanc, Assassin. Okay. Kein Ding. Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Erbärmlich! Oh Mann! Konter mich doch nicht immer, Arschloch! Was ist mit mir, du Narr? Puisse le Seigneur me donner la force, dont j'ai besoin! Bam, in den Magen! Oh, gekontert, das war nicht nett. Was ist mit mir, du Narr? Du kannst nicht siegen! Was ist mit mir, du Narr? Du kannst nicht siegen! War das schon Robert? Ich glaube nicht. Flatsch! Wer ist Robert? Ich weiß es nicht. Habe ich ihn schon getötet? Ah, ne. Alter, wie ich ihn nicht. Scheiße. Oh, wieder gekontert. Wie viel zieht das überhaupt ab? Quatsch. So, dann hören wir uns das mal an. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus, oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Alter Schwede. Tja. Al-Mualim ist also sozusagen der Kopf hinter allem. Aber ich bin weiterhin ruhig. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ah, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ach, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich.
Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Ja. Wir haben jetzt endlich, wie heißt er noch gleich? Robert de Sable haben wir endlich erledigt, haben ihn endlich bekommen, aber dann offenbart sich, dass Al-Mualim in Wirklichkeit hinter allem steckte. Ich sagte aufstehen, verdammt! Hallo! Oh nein. Anscheinend haben Geil. Sie ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben Sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Ist klar, gehen wir eine Runde ratzen. Aber vorher können wir noch irgendwo ran? Ne, offenbar nicht. Oder ich warte einfach mal, bis er raus ist. Vielleicht hat man dann mehr Erfolg. So. Er ist raus. Vielleicht kann ich hier an den PC ran oder mit Lucy noch ein bisschen reden. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie... Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht sprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Aha. Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Aha. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, müssen sich Assassinen den linken oder rechten Ringfinger abschneiden, damit sie ihre versteckte Klinge verwenden können. Und ihr Ringfinger fehlte. Das heißt, sie ist offenbar eine Assassinin.